Darum ist es immer wieder, was ist Heiligkeit? Der normale Mensch kennt das Wort heilig, er weiß aber nicht, was es bedeutet. Also ich spanne jetzt mal den Gedanken in dir auf. Bitte hör jetzt ganz, ganz genau zu. Das ist jetzt wichtig, ich wiederhole das nochmal. Ich habe das mit Sicherheit auf zig Selbstgesprächen schon gesagt. Ich erschaffe jetzt etwas, was die ganze Zeit nicht da ist. Ich rede mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Der Geist, der mich jetzt sprechen hört, ist nicht der, der vom Computer sitzt. Das ist was Ausgedachtes. Dein Körper existiert nur, wenn du an deinen Körper denkst. Und jetzt stelle ich dir Geist einmal eine Frage. Ich sage, Schnipp, hast du dich jetzt, während du aufmerksam zugehört hast, ich hoffe, dass du aufmerksam zugehört hast, hast du dich gesund oder krank gefühlt? Wie dann? Jetzt ist die erste Frage, ich gebe dir gleich die Antwort, hör einfach zu. Wie soll sich ein Körper fühlen, der nicht existiert, der kann sich gar nicht fühlen? Das heißt, du musst erst einmal an deinen Körper denken, um festzustellen, dass zum Beispiel, wenn du Kreuzschmerzen hast, wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, jetzt schau mal, ob du noch Kreuzschmerzen hast, wenn du da sitzt. Erst musst du dein Kreuz erschaffen und dann kannst du schauen, ob das gesund ist oder krank ist. Wenn ich dich jetzt frage, hast du dich gesund oder krank gefühlt und du denkst jetzt an deinen Körper, hängt natürlich davon ab, was für ein Programm du laufen hast. Ich sage jetzt einmal, ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt das Helene-Programm und wenn ich jetzt an meinen Körper denke, dann wirst deine normale Logik sagen, eigentlich habe ich mich gesund gefühlt, weil du jetzt an deinen Körper denkst und dein Körper jetzt keine Schmerzen hast. Also fühlst du dich gesund. Aber das ist das große Problem, damit entheiligst du dich, wenn du sagst, mein Körper ist gesund. Weil dann ist er nicht krank. Wenn du an deinen Körper gar nicht denkst oder du denkst nicht an das Phänomen Gesund und Krankheit, Gesundheit oder Krankheit, bist du heil. Das heißt, es ist alles, was du nicht denkst, ist heil, bis du es denkst. Jetzt frage ich dich, hast du mit dem Körper geatmet? Jetzt wirst du sofort wieder logisch sagen, selbstverständlich, weil du konstruierst dir laufend deine Vergangenheit und du ja so felsenfest davon überzeugt bist, du bist ja hundertprozentig sicher, dass dein Körper und deine Augen und deine Ohren und dein Gehirn die ganze Zeit existiert haben, sonst hättest du ja dir dieses Video nicht anschauen können. Ich sage, du schaust ein Video mit Augen an, die du dir jetzt denkst, die ganze Zeit nicht da waren. Die haben nicht existiert. Und zu glauben, dass die Augen oder dein Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, das Erste, was du wirklich zu verstehen hast, dass für dich Geist jeden Moment immer nur, immer nur das existiert in diesem Punkt, was du denkst oder was du anschaust. Und wenn du nicht an deine Augen und deine Ohren, sondern also an deinen Körper denkst, existiert der nicht. Also der Wahn, sich mit einem geistlos nachgeäfften Wissen von deinen Lehrern und Erziehern, die wir uns jetzt ausdenken und die übrigens dir nur das erzählt haben können, was du dir jetzt denkst, was sie dir angeblich in der Vergangenheit erzählt haben, die sind alle vollkommen unschuldig. Figuren in einem Traum sind vollkommen unschuldig, egal was einer in deinem Traum macht. Er kann sich nicht raussuchen, dass du das jetzt träumst und er das in deinem Traum, in deinem Kopfkino spricht. Und du als ausgedachter träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Ich nehme alle Schuld auf mich. Bist du schon ich? Man muss den roten Bereich verstanden haben. Ich erschaffe mal wieder was. Ich sage, Schnipp, war es jetzt die ganze Zeit hell oder dunkel? Jetzt schau, was deine Logik sagt. Du sollst dir nur bewusst machen, was dir dieser Schwamminhalt erklärt. Das könntest du vielleicht sagen, selbstverständlich war es die ganze Zeit hell, sonst hätte ich ja nichts gesehen. Aber hell gibt es nicht ohne dunkel. Wenn du dich jetzt zu dem machst, der du die ganze Zeit bist, der du immer bist, dieser ausgeschlossene Dritte, eine ausgedachte Synthese ist nicht das, was wirklich in dem Jenseits, in dem roten Bereich liegt. Und du denkst dir jetzt, dein Hell, wo kommt eigentlich dieser Glaube her, dass hell und dunkel sich chronologisch abwechseln, der basiert auf dem Glauben, dass du dich jetzt auf einer Erdkugel befindest, die sich um die Lichtquelle die Sonne herumdreht und um die eigene Achse herumdreht. Und ich sage immer wieder, sobald du dir das jetzt vorstellst, deine Erdkugel, wirst du feststellen, dass auf dieser Kugel, KGL, wie eine Welle, immer eine Seite hell und eine Seite dunkel ist. Das eine gibt es gar nicht ohne das andere. Wenn du die Lampe, die Sonne nämlich ausschaltest, waren beide Hälfte dunkel und wenn du die einschaltest, ist die, die der Lichtquelle zugewendet ist, hell. Und die andere Seite, die abgekehrt ist, ist finster. Es spielt dabei keine Rolle, wenn du dir eine Lampe ins Zentrum denkst, ob die diese Kugel da rumkreist, dann ist die der Lichtquelle der Sonne zugewendete Seite immer hell und die gegenüberliegende, die verkehrte Seite finster. Oder wir sagen jetzt, die Kugel wird sich nicht um die Sonne rumdrehen, sondern um die eigene Achse drehen oder beides. Es bleibt eine Seite hell und eine Seite dunkel.
Wie sieht jetzt das aus, wenn du denkst, du bist selber die Lichtquelle, die Sonne? Wir denken uns jetzt einmal die Sonne weg. Jetzt musst du wissen, dass du nur flächig siehst. Du hast dafür eine Brille auf. Du stellst dir jetzt eine Erdkugel vor, du wärst das Licht. Ich sage, du bist die Lampe im Projektor. Wenn du jetzt auf diese Kugel schaust, dann siehst du, dass die ganze Kugel hell ist. Jetzt sagst du logisch, da muss die gegenüberliegende Seite finster sein, weil die wird ja nicht beleuchtet. Ich sage, es gibt keine gegenüberliegende Seite, was du siehst immer nur Oberflächen. Dann ist die Kugel das Innere hell und das Außen drumherum ist finster. Nicht die Kehrseite, sondern das, was du immer als Gegenteil nennst, ist der Kontrast. Kontrast. Das ist nur deine Vorstellung vom dreidimensionalen Denken. Und du wirst feststellen, ich drehe das in 16 Perspektiven, wenn du das willst. Du musst nur den Gedankengang mitgehen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Aber kann eine Erdkugel, die von einem Scheinwerfer angestrahlt, von einer Sonne angestellt werden, existiert überhaupt, wenn du dir das nicht denkst? Haben wir nicht festgestellt, dass das Wort existieren, existere, heraustreten, aus- und auftauchen heißt? Ja. Dass es immer nur hier und jetzt, beroschet, inmitten deines Kopfes existiert. Das ist ein Symbol. Als Geistesfunk bist du ein träumender Geist mit einem peripheren Mittelpunkt. Und all die ganzen Geistesfunken befinden sich in meinem Kopf. Und ich behaupte, ich bin du. Jetzt können wir wieder das Spiel machen mit den Perspektiven, mein Wildbauzahlbeispiel. Wenn dein Geist offen wird, wirst du feststellen, der Geist, es gibt nur einen Geist, es gibt nur einen Gott.